Der Japaner Hosodani beginnt mit 105 Kilogramm und muss ausbessern. Der Pole Trepitzki beginnt das Drücken mit 115 Kilogramm. Der Sowjetathlet Chetin hatte mit 112,5 Kilogramm begonnen und setzt nun seine Arbeit mit 117,5 Kilogramm fort. Kilogramm. Trepitzki drückt gültig. 120 kg. Auch Weltmeister Nassiri findet die Anerkennung durch das Schiedsgericht bei 120 Kilogramm. Der Ungar Földi, dem der erste Versuch mit 120 Kilogramm misslang, tritt zur Wiederholung an und bietet einen gültigen Versuch. Bei 122,5 Kilogramm werden nur Fehlversuche registriert. Der Russe Chetin. Der Pole Trepitzki und anschließend der Iraner Nassiri. Mit 127,5 Kilogramm möchte Földi Weltmeister werden, doch der entscheidende Versuch misslingt. Drei Athleten haben 120 Kilogramm gedrückt und das leichtere Körpergewicht entscheidet die Weltmeisterschaft. Erster Nassiri, zweiter Földi und dritter Trepitzki. Mohamed Nassiri beginnt das Reißen des Bantamgewichts mit 97,5 Kilogramm. Doch er muss ausbessern. Der Bulgare Kirov absolviert mit dem gleichen Gewicht den zweiten Versuch. Kilogramm für den Japaner Sasaki. Das schlechte Beispiel des Japaners macht Schule, denn auch Földi wirft die Hantel ab.
Der Italiener Tosto zeigt, wie man es macht. Auch der Japaner Hosotani kann den zweiten Versuch mit der 100 Kilogramm schweren Hantel meistern. Sein Landsmann Sasaki hingegen scheidet durch Totalversager im Reißen aus. Noch immer beträgt das Hantelgewicht 100 Kilogramm. Völdi tritt zur Wiederholung an und diesmal klappt es. Nasiri kommt nicht mehr mit. Gültige Versuche mit 102,5 Kilogramm bieten Trebitsky und anschließend Chetkin. Zwischen den beiden Athleten wird die Entscheidung um den Weltmeistertitel im Reißen fallen. Chetkin bewältigt im zweiten Durchgang 107,5 Kilogramm. Aber auch Trebitsky ist mit diesem Gewicht erfolgreich. Der Pole liegt im Vorteil, weil er leichter ist. Mit 110 Kilogramm versucht der Russe, das letzte Wort zu sprechen. Doch es bleibt dabei, der Pole ist Weltmeister. Im Stoßen ist der Ungarn Völdi mit 135 Kilogramm und später mit 137,5 Kilogramm erfolgreich. Mit 357,5 Kilogramm wird er im Gesamtklassement Vierter. Mit seinem zweiten Versuch bringt Chetkin 140 Kilogramm zur Hochstrecke und hat nun 365 Kilogramm aufzuweisen. Trebitsky ist an der Reihe. Ein erfolgreicher Versuch würde für ihn 367,5 Kilogramm bedeuten. Es gelingt nicht auf Anhieb. Trebitsky kann nicht fixieren. Doch die erfolgreiche Wiederholung bringt den Polen in Führung. Nasiri zeigt mit 142,5 Kilogramm sein Können. Schon mit diesem Versuch sichert sich der Perser den dritten Rang im Gesamtklassement. Mit 145 Kilogramm Stoßen erhöht Chetkin sein Guthaben auf 370 Kilogramm. Trebitsky ist auf den zweiten Platz verwiesen, doch noch hat Nasiri zwei Versuche offen. Um den Titel zu erkämpfen, muss er für seine zwei Versuche das Weltrekordgewicht von 152,5 Kilogramm in der Hochstrecke fixieren. Der Weltrekord steht auf 150 Kilogramm. Die erste Probe schlägt fehl.
Gespannt verfolgt der sowjetische Cheftrainer Alexander Medvedev das Geschehen auf der Bühne. Letzte Möglichkeit für Nassiri, seinen Titel erfolgreich zu verteidigen. Auch dieser Versuch schlägt fehl und Chetin ist erstmals Weltmeister im Bantamgewicht. Außer Konkurrenz versucht der Sowjetathlet, den Weltrekord im Stoßen auf 150,5 Kilogramm zu schrauben.